Assassin's Creed Odyssey. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß, hattet Spaß, habt Spaß, wie man gestern Abend anschaut. Videos gefallen, dann ein Like da lassen, so wird uns sehr freuen. Ansonsten wünsche ich weiterhin viel Spaß bei unserem Let's Plays. Und jetzt geht's weiter mit Assassin's Creed. Ist immer so schwer. So schwer. Das ist echt eine Reihe. Was? 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 Ja. So klingt die Mütze. Du hast Sparta treu gedient. Ein Tag wie... Kann ich dir heute behilflich sein? Eine Gruppe von Dieben hat mich belästigt. Sie sagen, sie werden mich töten, wenn ich sie nicht bezahle. Es sieht aus, als würdest du dich darüber... Ha, ich bin ein Schmied. Das heißt also... Das ist der Plan. Bei mir bist du sicher. Ah!
Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Du bist in Sicherheit. Hier. Ich helfe doch gern. Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Und los! Ella! Ja! Wenn ihr aus dem Shop ist, der Job ist bügelnlos. Und zurück, da gut. In der Gegend wurde. Und du hoffst, dass ich alle Banditen umbringe.
Ja. Ich regle. Ich stehe in der... Ich komme wieder, wenn ich... Ella. Ich muss mich verdeckt halten. Und jetzt ist wieder alles gut. Nur noch das Geld einstreichen. Ich sehe hier endlich einen Schmied. Thank you.
Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich schaue jetzt ganz kurz. Ich habe sie erledigt. Verfolgen. Jeden eins. Ach, du weißt wirklich, was du tust. Nimm dies als Bezahlung. Da habe ich schon nicht so gut. Danke. So. Wieder halb vier, meine Güte. 10 Erfolge Filme noch. Hat noch überhaupt niemand abgeschlossen. Auch nicht. Was? Bald. Goldener Bote, was ist denn er? Heile dich durch 10 Kopfschüsse, während goldener Bote ausgerüstet ist. Aha. Ja gut, das verstehe ich schon. Ja, das werden dann vom DLC. Erfolge sein. Ah, na gut. Ich habe nach dir gesucht, wegen deiner Nachricht. Was ist passiert? Diese Bestien in den Wäldern jagen... Was? Um sich zu reinigen, natürlich. Warum lässt du sie da nicht irgendwo in den... Nun, offenbar verstehst du nichts von den Wirrungen des... Das klingt, als sollte ich die... Ja. Ich helfe. Danke. Du wirst reich belohnt werden. Überlass das alles ruhig mir. Keine Sorge, die werden alle aufgedeckt. Echt? Oh.
wohl nicht mehr den Lohn an. Du bist hervorragende Arbeit. Das wird reichen. Get it.
Wir sehen uns dann. Geschucht. Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldner. Was gibt es Neues? Der Athena-Befehlshaber ist tot. Megaris kann erobert werden. Gut. Der Wolf hat den Angriff befohlen. Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Ich kämpfe... Ja. Wir siegen heute für Spaß. Ich bin bereit. Folge mir. Wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Also erzähl mir vom Wolf. Er ist ein groß... Der Sparta zum Sieg gegen die Athener führen. Nein, nein. Wie ist er so als Mensch? Als Vater? Er ist bewundernswert, stark und auf seine Art sorgend. Aber manchmal... Ja? Ach, nichts. Nur sein Blick schweift oft in die Ferne. Und ich spüre große Trauer in ihm. Er ist Spartas Feldherr. Aber auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Der Söldner hier. Sparta dankt dir, Söldner. Und was ist mit der Belohnung? Ich habe dir keinen Auftrag erteilt. Du hast aus eigenem Antrieb gehandelt. Toll. Diese Schlacht wird anders als alle, an denen ich bisher teilnahm. Bist du bereit, die Athena zu vernichten? Ja, ja. Ich bin bereit für den Krieg. Thank you.
die erste Schlacht. Für Sparta! Der Wolf verlangt, den Söldling zu sehen. Wir werden gleich bei ihm sein. Bei allem Respekt. Er wünscht, den Söldling alleine zu treffen. Was? Ich sagte, der Befehlshaber wünscht... Ich habe dich verstanden. Ich verstehe nur nicht, wieso. Das waren seine Befehle. Nun gut.
Wie es scheint, kann ich mich wohl um Dringenderes kümmern. Letztes Mal habe ich ihn getötet. Der Wolf erwartet dich. Du hast heute gut gekämpft für einen Söldner. Lass den Wolf nicht warten. Also gut. Was soll ich überhaupt sagen? Wenn ich ihn nicht töte, drum werde ich ihn jetzt nicht töten. Du bist also der Held, dem wir den Sieg verdanken. Sag mir deinen Namen, damit ich dich als Krieger würdig empfangen kann. Chere, Pater. Es ist lange her. Unmöglich. Ich sah dich fallen. Ich bin nicht gefallen! Du hast mich in den Tod geschickt! Ich tat, was von mir als Spartiaten erwartet wurde. Ich habe meinen Frieden gemacht. Mach du den deinen. Du warst mein Vater. Du hättest mich beschützen müssen. Du warst leichtsinnig. Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich habe meine Schwester beschützt, weil du es nicht getan hast. Das Orakel sagte eindeutig, dass Cassandra sterben muss. Ihr Wort ist Gesetz. Das weißt du. Du kannst dich nicht länger hinter deinem Pflichtbewusstsein verstecken. Genug! Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, Alexios. Ich lebe und sterbe als Spartiat. Es winkt eine große Belohnung für den, der dem Wolf den Kopf abschlagen kann. Bist du deshalb gekommen? Du hast dich lange genug gedrückt. Jetzt wirst du dich verantworten. Obwohl du den Tod verdienst, liegt keine Ehre auf dem Feld der Rache. Du musst dich den Geistern der Vergangenheit stellen, Pater. Und das ist noch viel schlimmer als der Tod. Ich habe in meiner Pflicht versagt. Ich habe dich nicht beschützt. Euch beide nicht. Ich liebte dich und deine Schwester, als wärt ihr die meinen gewesen. Aber das wart ihr nie. Was meinst du? Das ist eine Frage. Die musst du deiner Mutter stellen. Warte. Finde deine Mutter. Sie finden. Wo Myrina auch ist. Sie weiß mehr darüber als ich. Wohin gehst du? Meine Ehre suchen. Meide die Schlangen im Gras, Alexios. Ich muss von hier verschwinden. Ich sollte zurück zu Barnabas. Thank you.
Lass mich wissen, wenn du Fragen hast. Danke, dass du da warst. Was musste sich um seinen Vater kümmern? Kennt ihr die noch? Alexios, ich hab dich nicht gesehen, seit du mich zu den Ruinen des Odysseus nahmst. Odessa, du erinnerst dich. Wie könnte ich das vergessen? Du sagtest, ich soll mein eigenes Leben leben und mich nicht um die Größe anderer schicken. Und du hast meinen Rat beherzigt. Ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern.
Ich habe viele Menschen gesehen, aber... Ist das so? Man sagt, ich sei eine sehr gute Ablenkung. Ich werde dir zeigen, wie ich zur Sache... Da bin ich mir sicher. Also, was ist nun? Weißt du, ich würde gerne. Doch ich muss zuerst ein paar Sachen für meinen Vater abholen. Wenn du mir hilfst, können wir unser Gespräch vielleicht fort... Keine Sorge. Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Ist dein Vater wirklich so krank? Ich bin sein einziges Kind. Weißt du denn, was ihm... Nein. Wenn er stirbt... Ja. Bleib bei deinem Vater. Tutto adico, Nestin. Das sind die Kräuter, die Odessa braucht. Komm schon! Stehen. Männer kamen im Auftrag des Anführers von Megaris. Odessa hat ihnen wohl Probleme bereitet. Und sie... Sind die Kräuter und die Mixed... Darum machst du dir Sorgen? Wir wurden gerade ange... Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. Anscheinend wirst du zu einer... Wie kannst du so etwas sagen? Das stand in dem Brief. Dieser Angriff war kein Zufall. Megaris bekommt nur was... Der Anführer sieht das anders. Ich könnte tot sein, ohne... Niemand darf diesem Gesicht etwas antun. Ohne Schmerz, kein Ruhm. Warum gehen wir nicht hinein? Oh, das würde ich lieben gerne, aber versteh doch. Jemand will mich umbringen. Wie könnten wir das ignorieren? Und wie verbleiben wir? Mit einer neuen Aufgabe. Das überrascht mich nicht. Ich lass dich wissen. Bist du bereit, die ganze Wahrheit hinter all dem zu... Natürlich. Das hoffe ich. Du... Die Wahrheit kommt immer ans Licht.
Gib diesen Traum auf. Wenn du die Wahrheit finden willst, brauchen wir eine Spur. Was ist mit dem Brief? Wenn es Beweise gibt, dass er hinter dir her ist. Das würdest du für mich tun? Ich finde einen Beweis. Gut. Hast du eine Idee? Der Anführer ist der mächtigste Mann in Megaris. Angenommen, ich finde... Dann hat... Ich finde den Beweis, wie auch immer... Ich sollte zum Haus des Anführers und herausfinden, was vor sich geht.
Wahnsinn, wie viel da zum Aufdecken ist. Kann ich dir bei etwas helfen? Du hältst dich für großartig. Was? Du spielst für das spartanische Heer in Megaris den Helden und nun hältst du dich für allmächtig. Und fast. Ich habe meine Ahnung. Bevor ich dir zu Ehren eine Statue fertige, solltest du etwas für die Menschen hier tun. Wölfe, hä? Ja. Lass mich raten. Du willst, dass ich die Wölfe... Ja. Ich helfe. Du rettest mich. Überlass das mir. Das ist es. Wenn es Beweise gibt, dann dort. Ich muss vorsichtig sein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Thank you.
Einer von Odessas Verehrern starb auf mysteriöse Weise kurz nach ihrem Treffen. Dieser Brief erwähnt Odessas Anwesen und wie unbedingt sie es haben wollen. Mit allen nötigen Mitteln. Der Anführer von Megaris hat eine Hochzeit für Odessa arrangiert. Klingt nach einem Plan, an das Anwesen des Vaters zu kommen. In diesem Brief steht, dass Odessa noch andere Söldner angeheuert hat. Ich frage mich, wozu? Ich glaube, ich habe fürs Erste genug. Ich sollte zurück zu Odessa. Das wird die Siegchancen beeinflussen.
ασφαλέσαστη. Ich rede jetzt noch mit ihm und dann war's das für heute. Danke fürs Zusehen, viel Spaß beim nächsten Mal. Wenn es gefallen hat, ein Like da lassen oder ein Abo, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Mein Bruder ist Soldat an der Front. Ich habe das Schwert für ihn. Das ist ein nobler Gedanke. Danke. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich soll den Botengang machen? Genau. Ist gut, ich mache es. Ich stehe in deiner Schuld. Ich muss dann mal los. Hey, wie viel sind das da?